Quatsch und Fakes auf Social Media. Das ist natürlich auch in einem Krieg ein ganz spezielles Problem. Darum gibt es in diesen Tagen immer mehr Berichte, die so anfangen. Der Krieg in der Ukraine. Er ist nicht nur ein Krieg zu Luft oder Boden, sondern auch im Netz. Lügen und Propaganda verbreiten sich leicht in den sozialen Medien. Eine Plattform ist dabei besonders im Fokus. TikTok. Die App ist wie gemacht für Fake News. Und die Grenze zwischen harmlosem Unfug und Propaganda verschwimmt. So wie hier, wenn verschiedene Videos den gleichen Kriegssound verwenden und so tun, als wäre das gerade mitten im Geschehen in der Ukraine. Warum Medien auf der ganzen Welt jetzt vom ersten TikTok-Krieg schreiben, wie ihr am besten mit Fakes umgeht und welche russische Maschine hinter der Social-Kriegspropaganda steckt. TikTok, die siamesischen Zwillingsbrüder von Tick, Trick und Track. Putin greift die Ukraine an und soziale Medien wie TikTok spielen in diesem Krieg eine große Rolle. Und das ist allen bewusst. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat in seiner Rede an das russische Volk TikToker sogar explizit erwähnt und um Unterstützung gebeten, als es darum ging, auf wen es jetzt besonders ankommt. Общественные деятели, журналисты, музыканты, актеры, спортсмены, ученые, доктора, блогеры, стендаперы, тиктокеры и многие другие. TikTok ist im Krieg perfekt für Propaganda und Fake News. Vielleicht habt ihr auf TikTok schon das hier gesehen. Снимаю, братуха! Бля, чуть-чуть высоковато, ёбаный рот! Dieses Video soll innerhalb eines Tages mehr als 27 Millionen Mal angesehen worden sein. 27 Millionen! Nicht auszudenken, was gewesen wäre, wenn er noch Baby Shark gesungen hätte. Nur, mit dem aktuellen Krieg in der Ukraine hat das Video nichts zu tun. Das Video stammt nämlich von diesem Instagram-Account, der das schon am 25. August 2015 hochgeladen hat. Der Clip ist alt. Das kommt auf TikTok häufiger vor. Und nicht nur da. Stellt sich die Frage, wie findet man sowas überhaupt raus? Was ist denn das für eine Mail? Frisch gebackene Muffins warten in der Küche auf euch? Hat jemand Muffins gesagt? Moment mal, irgendwas kommt mir hier faul vor. Oh mein Gott, laut Reverse Image Search sind die Muffins von 2016. Thomas, das ist eine Falle! Wusstest du, dass Sellerie total viele Botenstoffe hat? Mmh, Sellerie. Bei Videos geht die Reverse Image Search übrigens genauso. Ihr müsst halt nur einen Screenshot machen. Fakes gibt es oft. Nicht immer muss das staatliche Propaganda sein. Ist aber trotzdem scheiße. Das sagt uns der Journalist Gregor Schmalzried. Er ist ein Experte für Netzthemen und findet... Der Punkt ist so ein bisschen, es läuft fast auf dasselbe hinaus. Also wenn wir als Gesellschaft so bombardiert werden mit Content und dann irgendwann gar nicht mehr wissen, was jetzt eigentlich stimmt und was nicht, dann stirbt in diesem Moment so ein bisschen unser Verständnis für die Wahrheit, weil wir sagen, ich kann ja eh nichts mehr glauben. Wir sind halt immer noch im Internet. Und im Internet gibt's eben Trolle und andere Volltrottel. TikTok bietet für sowas leider beste Voraussetzungen. Ich würde sagen, jede Social-Media-Plattform außer TikTok erlaubt so ein bisschen einen Hauch von Kontext. Also man weiß, wer hat das geschrieben, man weiß, wo kommt es her und man kann sich so ein bisschen orientieren. Auf TikTok weiß man ja tatsächlich auf der For You-Page nicht mal, von wann ein Video ist. Das Internet ist voll mit Desinformation. Damit kennt sich die russische Regierung traditionell gut aus. Die hat eigens Spezialisten für Propaganda und Fake News. Ein Beispiel dafür? Darf ich vorstellen? Jewgeni Prigoschin, russischer Oligarch, Spitzname Putins Koch. Sein Koriandereinsatz ist bis in den Westen gefürchtet. Prigoschin soll für Russland immer wieder Desinformationskampagnen koordiniert und finanziert haben. Es geht um Internet-Trollarmeen, das FBI fahndet nach ihm, die EU verhängte Sanktionen. Er ist davon aber offenbar unbeeindruckt. Heißer Tipp fürs FBI, er ist in der Küche. Fake News sind da nur das eine. Die Regierung will die Leute gleichzeitig von der eigenen Seite überzeugen. Mit staatlich gelenkten Trollfabriken, echten Experten auf ihrem Gebiet. Und welche Inhalte posten die da so? Auf TikTok gehen auch solche pro-russischen Videos viral. Ты, по-моему, перепутал. Oh
Oh, geschichtliche Ereignisse mit Tieren darstellen, das ist ja so süß. Das hat auch uns inspiriert. Hier, das trojanische Pferd macht sich auf den Weg, die Stadt zu erobern. Oder hier, Sir Isaac Newton entdeckt die Gravitation. Und mein persönlicher Favorit, die deutsche Wiedervereinigung. So süß. Hinter welchen dieser Accounts tatsächlich Putins Koch steckt, ist natürlich schwer zu sagen. Aber dass die russische Regierung im Netz einen Informationskrieg führt, da sind sich viele Analysten sicher. Ein Indiz dafür ist der rasante Anstieg anti-ukrainischer Inhalte im Internet. Am Valentinstag etwa schoss die Zahl dieser Postings innerhalb der untersuchten Twitter-Konten um 11.000% im Vergleich zu den Vortagen nach oben. Dabei gehen die Analysten davon aus, dass ein beträchtlicher Anteil der Konten nicht authentisch ist und von Gruppen kontrolliert wird, die mit der russischen Regierung in Verbindung stehen. Ähnlich ist das auch auf anderen Plattformen. Zudem lässt etwa TikTok die Grenze zwischen Inhalten von Privatpersonen und Inhalten der Regierung verschwimmen. Ein Vorteil für die russische Führung, wie unser Experte sagt. Klassischerweise haben die russischen Nachrichtenagenturen, die russischen Regierungsbehörden alle in die Richtung so ein bisschen immer so ein bisschen eingepreist, dass ihnen im Westen nicht unbedingt wahnsinnig vertraut wird. Wegen der geringen Glaubwürdigkeit setzt die russische Regierung also auch auf nahbare Personen. Ein ehemaliger US-Generalleutnant erklärt das russische Kalkül hinter den Netzangriffen. Wenn man es schafft, die Überzeugung einer ganzen Bevölkerung zu ändern, muss man vielleicht gar nichts angreifen. Bisher scheint das der russischen Regierung aber nicht gelungen zu sein. Aus westlicher Perspektive lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt sagen, sie verliert den Informationskrieg. Die ukrainische Regierung bekommt online viel Unterstützung. Das deutet nicht unbedingt darauf hin, dass man wahnsinnig gute Propaganda im Internet macht. Ich glaube schon, dass da wahnsinnig viel Schaden entstanden ist im Internet und in unseren Köpfen und auch jetzt gerade noch entsteht. Aber ich glaube auch, dass wir über die letzten Jahre so ein bisschen robuster geworden sind, um damit umzugehen. Und in Russland selbst wird viel zensiert. Die Leute dort bekommen nur die Version der Staatsmedien. Welche das ist, erklärt eine Russland-Expertin beim Nachrichtenportal Welt. Es geht vor allem darum, in der russischen Propaganda, dass es eine Befreiung vom Faschismus ist. Schlimmer noch, eine Befreiung von den Nazis, den ukrainischen Neonazis. Was kann man dem entgegensetzen? Das Hacker-Kollektiv Anonymous hat einen Vorschlag. Google Maps ist in Russland noch zu erreichen. Darum fordern sie die Leute auf, zu einem russischen Lokal zu gehen und folgende Nachricht bei einer Bewertung zu posten. Das Essen war toll, leider hat Putin uns den Appetit verdorben, indem er in die Ukraine eingefallen ist. Erhebt euch gegen euren Diktator, hört auf, unschuldige Menschen umzubringen. Eure Regierung belügt euch, erhebt euch. Auch in Deutschland gibt es Fakes zum Ukraine-Krieg. Und die sind manchmal richtig schlecht. Leute, ich war heute ganz normal auf TikTok unterwegs und dann sehe ich diesen live. Guys, mein Home is down. Mein Neighbor is dead. Und ich dachte erstmal so, oh mein Gott, weil er in die Beschreibung geschrieben hat, dass er aus der Ukraine ist. Ja, doof für ihn, wenn wir uns das Video aus dem angeblichen Kriegsgebiet anschauen. Hier, da ist ein Gebäude im Hintergrund und was ist denn das für ein Logo? Das ist ein Evonik-Logo. Das Gebäude dazu steht in der Rellinghauser Straße in Essen am Hauptbahnhof. Und das Gebäude davor, das wird abgerissen. Ein großes Problem dabei ist, manch einer verdient dadurch sogar Geld. Man kann auf TikTok nämlich Spenden bekommen, ähnlich wie auf Twitch. Sie sagt, er hat das einfach ausgenutzt, ein erwachsener Mann. Oh mein Gott, Leute, Wörter können nicht beschreiben, was für ein Hund du bist, wirklich. Und weil das alles so komplex ist und auch gar nicht lustig, haben wir euch heute gefragt, Balulis Daily über Kriegspropaganda auf TikTok, wie findet ihr das? Daniel Pierkatz hat uns geantwortet, fände ich gut, da ich selbst für TikTok schon etwas zu alt bin und keinen Überblick darüber habe, was da so los ist. Ja, das ist jetzt der Service-Aspekt. Aber mich würde auch interessieren, passt das Thema für euch überhaupt in diese Sendung? Oder wollt ihr lieber Ablenkung? Tja, denn der Ukraine-Krieg, der wird uns wohl noch länger beschäftigen. Und wie lenkst du dich davon ab? Nun, mit Eishockey. Also speziell mit dem Hockey-Club Davos. Da bin ich ein richtig großer Fan und natürlich ansonsten neutral. Hallo, seid ihr seit letztem Wochenende auch Fans vom Eishockey-Club Davos? Dann unbedingt abonnieren drücken. Und hier ein weiteres Video von uns. Und da Putins Schwachstelle von die da oben. Unbedingt an Olaf Scholz weiterleiten.